diese Geschichte beginnt an einem sehr frühen Samstagmorgen. Es ist noch nicht einmal richtig hell. Gerade habe ich von plätschernden Wellen geträumt. Ich weiß gar nicht, was mich geweckt hat. Ob ich versuche, weiter zu schlafen? Ach, das lohnt sich nicht. Ich werde mir einen Muntermacher zubereiten. Dafür gebe ich 2 Kiwis in meinen Mixer und eine Banane. Die Früchte muss ich natürlich vorher schälen. Nun gieße ich noch Milch dazu und lasse alles pürieren. Das ist bestimmt genug. Ich muss gleich kosten. Ach, großartig. Das gibt Energie. Ich werde kurz in den Garten gehen und nach dem Wetter... Ach, herrje, was ist denn das? Meine schönen Kamelhaarpantoffeln und meine Schlafanzughose. Alles nass. Die ganze Wiese steht unter Wasser. Und nun schwimmt auch noch der gelehrte Graugänserich Günther darauf herum. Hoch, wie herrlich! Und ich dachte schon, ich muss heute auf dem Trockenen sitzen. Das ist doch die kleine Schnirkelschnecke Monika Häuschen. Hilfe! Ja, Hilfe könnte ich auch gebrauchen. So ist der Garten perfekt. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Hilfe! Herr Günther, unsere Wiese ist verschwunden. Ach, Unsinn. Die Wiese ist noch da. Und zwar unter dem Wasser. Ich tauche hinab. Und hole mir vom Grund Salatblätter herauf. Köstlich und äußerst praktisch. Aber auch gefährlich. Das Wasser läuft in mein Häuschen hinein. Oje, wie kann ich der kleinen Schnecke nur helfen? Halte dich an der Gartenbank fest. Aber es geht nicht. Ich treibe ab. Warte, ich schiebe dich mit dem Schnabel hin und nun sauge dich gut fest. Viel länger hätte ich die Luft nicht anhalten können. Was für ein Glück. Der Graugänserich hat die kleine Schnecke gerettet. Du musst schnell ins Trockene kriechen. Ich bin eine Schnecke. Bei mir geht nichts schnell. Geschafft. Da oben bist du sicher. So hoch wird die Flut wohl nicht steigen. Aber nun bin ich auf der Bank gefangen. Ich komme mir auch richtig eingesperrt vor in meinem Haus. Ich fühle mich wie auf einer einsamen Insel im Meer. Wenigstens geht mein Telefon. Ob ich die Feuerwehr anrufe oder den Bürgermeister? Aber ob der mir helfen kann? Wo kommt das viele Wasser nur her? Das ist mir auch unerklärlich. Es hat gar nicht geregnet. Ob hier irgendwo ein Wasserrohrbruch ist? Es ist gefährlich. Ich habe heute Nacht auch keine Ruhe gefunden. Meine Lieblingsschlafstelle im Gänseteichschilf ist plötzlich ganz versumpft. Wie gut, dass hier schönes, frisches Wasser ist. Aber zu viel davon. Viel zu viel. Ist es nicht eine schöne Abwechslung? Es ist eher eine schöne Bescherung. Das Wasser ist bestimmt in den Wohngang von meinem Lieblingsregenwurm Schorsch hineingelaufen. Ach, herrje. Die kleine Schnecke hat recht. Ob ich jetzt etwa tauchen muss, um den Regenwurm zu retten? Ist das Wasser kalt? Schorsch, wo bist du? Ach, um Schorsch musst du dir keine Sorgen machen. Natürlich muss ich mir Sorgen machen. Und zwar sehr große Sorgen. Also gut, ich werde ihn suchen. Es ist äußerst schlammig im Gemüsebeet. Ich sehe überhaupt nichts. Nein, wir haben ihn gefunden. Hier ist er. Das wurde aber auch Zeit. Ein einfaches Dankeschön hätte genügt. Ich lege dich auf die Gartenbank neben Monika. Oh, Schorsch, was für ein Glück. Es geht dir gut.
Es geht mir überhaupt nicht gut. So ein Mist aber auch. Da will man gemütlich durchs Gemüsebeet kriechen und muss plötzlich schwimmen. Ein Regenwurm kann nicht schwimmen. Na, umso schlimmer. Überall plätschert es. Dieses Wasser geht mir gewaltig auf den Zeiger. Ein Regenwurm hat keinen Zeiger. Dann geht mir das Wasser eben auf mein Regenwurm-Schwanzspitzenzipfelchen. Und mir geht es auf die Fühler. Mein ganzer Wohngang ist voll Matsche, Pampe und Schlamm. Das ist sozusagen Schlammmassel. Ich muss zugeben, der Schlamm knirscht im Schnabel, wenn ich ein Blättchen aus dem Wasser zupfe. Vielleicht ist dieser Wassergarten doch nicht so praktisch, wie ich dachte. Überall schwimmt trübe Tümpelbrühe. Das bringt Unglück. Und ungebetene Gäste. Ja, seht doch. Vielleicht ein Hai. So ein Unsinn. Das ist kein Fisch. Dann ist es ein Krokodil. Schnipp, schnapp. Schneller, Günther. Kommen Sie aus dem Wasser heraus. Sonst zwickt sie das Krokodil in den Bürzel. Das ist wohl kaum möglich. In unserem Garten gibt es eigentlich keine Krokodile. In unserem Garten gibt es eigentlich auch keinen See. Da hast du allerdings recht, Monika. Ich komme wohl doch besser zu euch auf die Bank. Ja, und nun? Nun sitzen wir wie die Hühner auf der Stange. Wir müssen etwas gegen das Wasser unternehmen. Das glaube ich allmählich auch. Aber was? Ist doch ganz klar. Wir ziehen einfach den Stöpsel raus. Ich fürchte, ein Garten hat keinen Stöpsel. Na, dann müssen wir eben einen Stöpsel erfinden. Etwas erfinden? Das kann ich prima. Ich bin ein großer Erfinder. Ich tüftel euch was aus. Oh, es ist wirklich kein Krokodil. Es ist nur ein Biber. Was heißt denn hier nur? Ich bin der ganz besondere Biber Birne. Du heißt Birne? Ist deine Birne besonders saftig? Nein, meine Birne ist besonders hell. Mir geht ständig ein Licht auf. Ich bin Erfinder, Austüftler, Knobelmeister und so weiter. Also wenn ich solche riesigen gelben Zähne hätte wie du, würde ich nicht so grinsen. Ein Regenwurm hat überhaupt keine Zähne. Dieses Wasser hat uns ein ganz schön verlottertes Tier in unser gepflegtes Gemüsebeet gespült. Schorsch hat recht. Biber Birne, du musst dir mal die Zähne putzen. Wieso? Riecht es komisch? Nein, das ist es nicht. Aber... Was stimmt denn nicht mit meinen Zähnen? Die sind ganz gelb. Ich muss sagen, die sind nicht nur gelb, die sind geradezu orange. Ob der Biber schlechte Zähne hat? Ich putze meine Zähne immer gründlich, damit sie schön weiß bleiben und keine Löcher bekommen. Ich würde mal zum Zahnarzt gehen und das angucken lassen. Das gucke ich mir lieber selbst an. Ich komme mal zu euch auf die Bank. Das wird langsam ganz schön eng hier. Und an mir liegt es nicht. An mir aber auch nicht. Warum guckt ihr mich so an? Ich bin ein sehr wohlgeformter Graugänserich. Wo willst du dich überhaupt angucken, Birne? Ich habe keinen Spiegel dabei. Wir müssen wohl warten, bis sich der Wasserspiegel nicht mehr bewegt. Ja, seht ihr? Bin ich gut, Leute? Ich habe einen Zahnanguckspiegel erfunden. Den hast du überhaupt nicht erfunden. Aber er funktioniert. 1A, Krabumba. Krabumba? Was ist denn Krabumba? Na, Krabum. Jetzt hast du deinen 1A Krabumba-Spiegel zerdeppert. Macht nichts. Ich komm noch mal zu euch auf die Bank. Du Trotz. Dann werde ich mich erstmal kämmen. Biber haben eine Putzkralle an ihren Hinterfüßen. Dort ist der Fußnagel gespalten wie ein Kamm. Na, das ist ja praktisch. Ich trage meinen Kamm immer in der Hosentasche, falls meine Frisur mal nicht richtig sitzt. Und dem Biber wächst ein Kamm an der Hinterpfote? Ganz schön clever. Du tropfst immer noch. So funktioniert dein Spiegel nicht. Mal überlegen. Ich brauche ein Stöckchen mit 25er Astlochdurchmesser und einem Blatt dran für die Auffangschale. So, das biege ich ein bisschen nach unten. Jetzt hast du es abgeknickt. Das muss so sein. Das ist das Wackelgelenk.
So, jetzt fehlt bloß noch eine Halterung. Wie mache ich das Gerät fest? Ah, ich hab's! Ich spalte die Astspitze, auseinanderbiegen und zuschnappen lassen. Au, was ist denn das? Eine 1A-Gänsepo-Klemme. Leute, ich habe soeben den Tropfenfänger erfunden. Mach sofort die Klemme von meinem Bürzel ab. Stillhalten, Herr Graugänserich, und schon funktioniert mein Spiegel wieder. Man kann sich wirklich sehr schön darin angucken. Ich sehe meine Fühler und mein Häuschen und die Bank und die Zweige und Blätter. Und gelbe Zähne. Habt ihr euch genug betrachtet? Dann kann ich wohl endlich diesen albernen Tropfenfänger von meinen Schwanzfedern abstreifen. So, ich brauche den Spiegel sowieso nicht mehr. Hab alles nachkontrolliert. Meine Zähne sehen 1A aus. Dann will ich nicht wissen, wie bei dir die 2B aussieht. Aber die orange-rote Farbe hat einen guten Grund. Biberzähne müssen außerordentlich hart sein. Jawohl, das müssen sie. Ich knabbere nämlich am liebsten hartes Holz. Also ich bevorzuge Salat. Ich muss allerdings zugeben, der schmeckt heute äußerst wässrig. Wenn du gern Holz knabberst, musst du auf deine Zähne aufpassen. Sonst hast du bald keine mehr. Kennst du dich vielleicht mit Zähnen aus? Nein, aber ich kenne mich mit keinen Zähnen aus. Schorsch hat recht, Birne. Du musst das Gelbe wegputzen. Meint ihr? Da muss ich wohl wieder was erfinden. Also ich brauche ein Stöckchen mit 25er Astlochdurchmesser, wickle borstiges Moos herum und binde es mit einem Grashalm fest. Du hast aber flinke Finger. Biber besitzen in der Tat richtige Hände mit 5 Fingern, mit denen sie sehr geschickt zugreifen können. Ihre Hinterfüße sind dagegen viel größer. Also meine Füße sind auch größer als meine Hände. Dadurch kann ich gut auf ihnen stehen. Birnes Füße haben Schwimmhäute zwischen den Zehen. Damit kann er hervorragend schwimmen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit meiner Erfindung. Ich biege das hier mal noch ein bisschen zurecht. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Nein, das soll so sein. Das ist ein 1A-Wackelgelenk. Noch ein Klecks Schlamm als Putzmittel drauf. Und nun schrubbe ich mir wie mit einer Bürste die Zähne. Leute, ich habe soeben die Zahnbürste erfunden. Wie praktisch, dass da noch niemand darauf gekommen ist. Also die Zahnbürste hat der Biber ganz sicher nicht erfunden. Ich besitze nämlich auch eine. Und meine Enkelin Millie ebenfalls. Eigentlich hat jeder, den ich kenne, eine Zahnbürste. Allerdings ohne Wackelgelenk. Guck mal, ist das so besser? Nee, du musst doller schrubben. Besser? Kein bisschen. Warum geht das denn nicht ab? Die orange-gelbe Schicht darf doch gar nicht abgehen. Das ist eine Schutzhülle, in der Eisen und Mineralien eingelagert sind. In den Biberzähnen ist Eisen? Kein Wunder, dass sie orange aussehen. Meine Gartenbank ist auch aus Eisen. Sie rostet an einer Stelle und das hat die gleiche Farbe wie die Biberzähne. Dadurch sind Birnes Zähne besonders hart. Genau, ich habe nämlich Eisenzähne. Das ist meine Rundum-Zahnschutz-Versicherungsvorsorge. Es ist eben nicht rundherum. Birnes Zähne haben nur vorn diese harte Schicht. Die Rückseite ist viel weicher. Das ist aber nicht besonders schlau. Dann nützt sich die Hinterseite ja viel schneller ab als die Vorderseite. Hä? Das ist noch in der Entwicklungsphase. Da wollte ich gerade noch was dazu erfinden. Nämlich eine Rückseitenschutzversicherungshülle. Aber das wäre grundverkehrt. Die Zähne sollen sich doch auf der Rückseite schneller abnutzen. Ja? Ja, genau. Das habe ich mit Absicht so erfunden. Und warum hast du das so erfunden? Weil... Auf diese Weise bleibt immer eine dünne, scharfe Kante stehen. Bin ich gut, Leute? Ich habe die selbstschärfenden Zähne erfunden. 1A Krabumba. Das erinnert mich an etwas. Meine Cousine Bertha besitzt ein sehr teures, selbstschärfendes Messer. Das besteht auch aus 2 Schichten. Einer mächtig harten und einer etwas weicheren. Wenn Bertha nun Möhren schneidet, dann nutzt sich die weichere Schicht etwas schneller ab und das Messer schärft sich selbst. Ob sich die Messerbauer das beim Biber abgeguckt haben? Ganz schön clever. Du bist ja so klug, Biberbirne.
genauso klug wie unser Herr Günther. Sicher sogar noch ein bisschen klüger. Müsstest du nicht längst schlafen? Die Sonne geht schon auf. Noch nicht. Wenn ich einmal die Inspiration habe, dann kann ich doch nicht schlafen. Du hast die Inspiration? Ist das ansteckend? Ist das gefährlich? So ein Unsinn! Inspiration ist eine Eingebung. Und ich glaube kaum, dass Biber Birne so etwas hat. Aber ich habe einen großartigen Einfall. Ich habe sogar ganz viele großartige Einfälle. Puh, und was ist dir so Großartiges eingefallen? Eine gewagte Kolossalkonstruktion. Eine ganz ausgekniffelte Tüftelerfindung. Ist deine Erfindung vielleicht auch bei Wasserproblemen? Ja, genau dafür ist sie doch gemacht. Ich sitze hier nämlich auf der Datenbank fest. Und ich finde nicht mal mehr meinen Wohngang. Da habe ich genau das Richtige für dich. Ich habe nämlich einen Biberbrau-Eingangsfinder erfunden. Und was soll ich damit? Ich will meinen Wohngang finden und keinen Biberbau. Vielleicht könnte Biber Birne eine kleine Modifikation vornehmen. Eine Modifikation? Ganz bestimmt nicht. Ich habe nichts für Mode übrig. Oh, aber ich interessiere mich besonders für Hutmode. Kannst du eine Hutmodifikation vornehmen? So ein Unsinn. Ich sagte Modifikation. Das ist eine Veränderung. Ach so, und warum sagen Sie das dann nicht? Ich habe eine Idee. Ich erfinde eine Zusatzerweiterung für den Biberbau-Eingangsfinder. Dann passt er auch für Regenwurm-Wohngänge, seht ihr? Sieht aus wie ein ganz normales Stöckchen. Es ist ja noch nicht fertig. So ein Biberbau-Eingangsfinder muss einen 25er Astloch-Durchmesser haben und da kommt ein Steinchen rein. Warum passt das denn nicht, ne? Jetzt hast du schon wieder ein Wackelgelenk. Ja, das ist auch wichtig. Das ist die Zusatzerweiterung für Regenwurmwohngänge. Und zum Schluss muss ich die Seite ein bisschen flach knabbern. Alles mit Öl einwachsen, damit es perlt. Und schon ist der Biberbau-Eingangsfinder mit Zusatzerweiterung für Regenwurmwohngänge fertig. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Wenn man aus seinem Eingang rauskommt... Aus einem Eingang kann man nicht rauskommen. Da geht man nur hinein. Dort, wo man herauskommt, ist der Ausgang. Wirklich? Dann habe ich soeben auch noch den Biberbau-Ausgangsmerker erfunden. Bin ich gut, Leute? Bei mir sprudeln die Ideen heute nur so... Puh, hier sprudelt nur eins und das ist Wasser. Ich hoffe, das Ding funktioniert. Ich will langsam nach Hause. Bei mir funktioniert alles. Man legt den Biberbau-Eingangs- und Ausgangsfinder genau über den Biberbau vorsichtig aufs Wasser. Aha. Und dann? Und dann nichts weiter. Was? Das war's schon? So einfach? Die wirklich genialen Dinge sind immer sehr einfach. Und Sie haben bestimmt alle ein Wackelgelenk. Also so einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Das ist wellentechnisch gesteuert und hydraulisch geprüft. Ich mach das mal vor. Halt! Wohin schwimmst du denn? Irgendwo hier muss mein Eingang sein. Hab ihn. Und jetzt setze ich den Biberbau-Eingangs- und Ausgangsfinder vorsichtig aufs Wasser. Luft anhalten. Standort ausrichten. Zusatzerweiterung für Regenwurm-Wohngänge ausklappen. Einatmen, Luft anhalten, ausatmen. Perfekt. Jetzt kann ich meinen Eingang immer wieder finden. Funktioniert 1A, Krabumba. Prima. So ein Gerät brauche ich auch. Dann finde ich meinen Wohngang in dem Schlamm da unten endlich wieder. Das wird mit diesem albernen Gerät wohl kaum möglich sein. Aber es funktioniert 1A, Krabumba. Birne hat seinen Eingang doch auch ohne Hilfe gefunden. Aber mit Gerät? Finde ich den Eingang schöner. Schöner? So ein Gerät macht den Eingang schöner? Dann brauche ich das auch. Das kann wirklich jeder gebrauchen. Immer da, wo der Biber Bau-, Eingangs- und Ausgangsfinder schwimmt, ist der Eingang und der Ausgang. Inzwischen schwimmt ein Stöckchen aber schon da drüben an der Brombeerhecke. Komisch. Hast du es nicht am Haselnussstrauch ausgesetzt? Womöglich ist dein Eingang gewandert. Na, endlich merkt es jemand. Ja, Leute, ich hab den Wandereingang erfunden. Ich hab auch einen Wandereingang. Der wandert immer mit mir und meinem Häuschen mit. Aber mein Eingang wandert ohne mich.
Bin ich gut? Was ich heute alles für Sachen erfinde, 1A, Krabumba! Dein Eingang ist überhaupt nicht gewandert. Dein nichtsnutziges Gerät ist lediglich weggeschwommen. Die Erfindung muss natürlich noch etwas ausreifen. Dafür kann Birne ja auch nichts. Es liegt an dem vielen Wasser. Jawohl. Du musst jetzt endlich mal den Stöpsel für uns erfinden. Ich glaube, Birne hat genug für heute erfunden. Ich werde mir diese Sache jetzt mal von oben ansehen. Ich habe da nämlich einen Verdacht. Machen Sie das ruhig, Herr Günther. Inzwischen kann Birne für uns ja den Stöpsel erfinden. Dafür brauchen wir einen Haltemechanismus mit 25er Astloch und eine Zugkette ist natürlich auch wichtig. Das klingt gut. Das klingt lächerlich. Wir brauchen aber einen besonders großen Stöpsel, damit es auch funktioniert. Ich bin Spezialist für große Stöpsel. Ich muss erst mal Materialtests vornehmen. Oh nein, fängt der Biber etwa an, meinen Kirschbaum anzuknabbern? Mach den Stöpsel bitte nicht auf diesem schönen Baum. Wir essen nämlich sehr gerne Kirschen. Und knabbere bloß nicht unseren Apfelbaum an. Wir essen nämlich auch sehr gern Äpfel. Hier schwimmt ein dicker Ast. Nimm lieber den. Mal testen. Gar nicht so übel. Der Ast ist nicht dick genug. Wir brauchen einen Superstöpsel. Dann nehme ich am besten den großen Holzklotz hier. Oh. Aber das ist mein Hackklotz. Darauf spalte ich immer das Holz für meinen Kamin. Mit so einem Superstöpsel muss es einfach funktionieren. Also wenn das Wasser endlich aus meinem Garten verschwindet, opfere ich meinen Hackklotz gern. Den beknabbere ich von allen Seiten. Schön rund muss er sein. Und vergiss die Zugkette nicht. Du kannst sie aus Grashalmen flechten. Ich muss sie noch dran bauen. Jetzt hat die Halterung ein Wackelgelenk. Wie praktisch. Ich öle den Stöpsel noch ein, dann glänzt er schön. Es ist sehr wichtig, dass ein Stöpsel schön ist. Und wenn du damit fertig bist, kannst du auch noch mein Schneckenhäuschen polieren. Sie kommen im richtigen Moment zurück, Herr Günther. Der Stöpsel ist fertig. Ist das nicht ein 1A-Superstöpsel? Bin ich gut? Oh ja, was haben wir für ein Glück. Ausgerechnet heute, wo es Hochwasser gibt, Biber Birne in unseren Garten. Das ist überhaupt kein Glück. Ohne Birne gäbe es gar kein Hochwasser. Was sagen Sie da? Es gäbe keine Überschwemmung hier. Nicht mal eine Pfütze? Nicht mal einen Wasserklecks. Ich habe es von oben gesehen. Der Tröpfelbach fließt nicht wie sonst nach unten in den Gänseteich, sondern zweigt ab und läuft in unseren Garten. Jetzt verstehe ich. Hinter meinem Haus plätschert ein kleines Rinnsal, das unten im Gänseteich mündet. Normalerweise jedenfalls. Im eigentlichen Bachbett gibt es eine komplette Verstopfung. Und jetzt ratet mal, wer die fabriziert hat. Ich weiß es, ich weiß es. Wer weiß denn? Na, wer wohl? Biber Birne. Ich habe die Umleitung erfunden. Bin ich gut, Leute? Nein. Das finde ich nicht. Aber sie funktioniert. Das ist eine 1A-Hochwassererzeugungsanlage. Und warum erfindest du so einen Blödsinn? Wir brauchen hier im Garten doch keinen Stausee. Aber einen Stausee kann man immer gebrauchen. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin eine sehr vorsichtige Schnirkelschnecke. Dann haben wir vielleicht einen Stausee gebraucht und wussten es gar nicht. Also ihr beide braucht ganz sicher keinen Stausee. Biber allerdings benötigen einen gewissen Wasserstand für ihre Biberburg. Oh, Birne, du wohnst in einer Burg? Ich besitze nur ein kleines, bescheidenes Schnirkelschneckenhäuschen. Ach, wie gerne wäre ich ein Burgfräulein. Das würde ich mir gut überlegen. Birne wohnt nämlich in einer Wasserburg. Also meine Cousine Bertha hat ein Wasserbett. Das wäre nichts für mich. Es wackelt so. Aber was ist eine Wasserburg? Birnes Biberburg besteht aus aufgetürmten Ästen und Zweigen. Und damit die Burg sicher vor Feinden geschützt ist, liegt ihr Eingang vollständig unter Wasser. Haha, dann muss das Burgfräulein Monika jedes Mal durchs Wasser platschen, wenn sie in die Burg rein will. Da ruiniere ich mir ja die Frisur. Eine Schnörkelschnecke hat keine Frisur. Und vom Land aus ist die Biberburg jedenfalls nicht zu erreichen. Gut, oder?
Ich habe die Wassertür erfunden. Und wenn der Wasserstand nicht hoch genug für diese Wassertür ist, bauen Biber Dämme, um das Wasser anzustauen. Aber musst du das ausgerechnet in unserem Garten machen? Ihr wolltet doch unbedingt einen Stöpsel haben. Das stimmt, den brauchen wir. Und ein Stöpsel funktioniert nur mit Wasser. Das stimmt natürlich auch. Na dann nichts wie ins Wasser mit dem Stöpsel. Ja, ist ja ganz schön schwer. Lass mich mal überlegen. Ich werde eine Stöpselbeförderungsanlage erfinden. Mit 25er Astlochdurchmesser und einem eleganten Hebelarm. Oder mit einem eleganten Schubs. So einfallslos kann man es natürlich auch machen. Der Stöpsel schwimmt! Der Holzstöpsel war mächtig schwer. Wieso schwimmt der denn? Weil ich es erfunden habe. Den sehr praktischen Schwimmstöpsel. Wäre es nicht praktischer, der Stöpsel würde nach unten sinken? Alle Gegenstände, die eine geringere Dichte haben als Wasser, schwimmen. Schorsch kann nicht schwimmen. Aha, also bin ich noch ganz dicht. So ein Unsinn. In den Holzfasern des Stöpsels ist Luft eingeschlossen. Und Luft ist leichter als Wasser. Deshalb schwimmt der Holzstöpsel. Ich drücke ihn einfach unter Wasser. Und wenn Holz lang genug im Wasser liegt, schwimmt es sowieso nicht mehr. Da hat Birne recht. Dann saugen sich die kleinen, luftgefüllten Zwischenräume im Holz nämlich mit Wasser voll. Ich gehe jetzt mit dem Stöpsel auf Tauchgang. Hoffentlich bekommen wir dann endlich unseren Garten wieder. Als ob da ein einfacher Stöpsel etwas ausrichten könnte. Das ist aber kein einfacher Stöpsel. Das ist das Sicherheitsventil meiner Wasserregulierungsanlage. Da hören Sie es, Herr Günther. Nun ja, damit Sie den Wasserstand regulieren können, bauen Biber tatsächlich in ihre Dämme Überlaufventile ein. Meine Badewanne hat auch so ein Überlaufventil. Das ist eine kleine Öffnung hinter dem Wasserhahn. Einmal saß ich draußen im Garten und habe über einem spannenden Buch ganz vergessen, dass in meinem Bad die Wanne einlief. Wenn es das Überlaufventil nicht gäbe, hätte bestimmt mein ganzes Haus unter Wasser gestanden, so wie mein Garten jetzt. Das ist eine ganz knifflige Angelegenheit. Ich muss den Stöpsel an der richtigen Stelle einsetzen. Wieso einsetzen? Ein Stöpsel ist doch zum Verstopfen da. Nein, der ist zum Rausziehen, sonst fließt das Wasser ja nicht ab. Euch kann man es aber auch nicht recht machen. Nein. Es ist uns wirklich nicht recht, wenn aus unserem Gemüsebeet eine Gemüsebrühe wird. Also gut, ich tauche nochmal und gucke, ob ich da was erfinden kann. Birne und seine Erfindungen. Ich werde das kontrollieren. Ich auch. Ich will meinen gemütlichen Wohngang zurückhaben. Ich hopse mit ins Wasser. Schorsch, das darfst du nicht. Du kannst doch nicht schwimmen. Wer ins Wasser springt, sollte schwimmen können. Wie willst du denn sonst den Kopf über Wasser halten? Das ist wahr. Als meine Enkelin Millie noch nicht schwimmen konnte, durfte sie nicht an den Gänseteich hinuntergehen, damit kein Unglück passiert. Du könntest ertrinken, Schorsch. Ein Regenwurm kann nicht ertrinken. Siehste, Monika, ein Regenwurm ist nämlich ein Superheld. So ein Unsinn. Ein Regenwurm hat lediglich keine Lunge. Ach, du armer Schorsch. Schon wieder etwas, das du nicht hast. Ich kann dir eine Lunge erfinden. Mit Spezialgebläse und Auspuff. Mit Auspuff? Was kommt denn aus dem Auspuff raus? Bestimmt nichts Gutes. Was soll Schorsch überhaupt mit einer Lunge? Wer eine Lunge hat, braucht Luft zum Atmen und würde unter Wasser ersticken. Also ich habe eine Lunge. Wenn ich einatme, hebt sich mein Brustkorb, weil sich meine Lunge mit Luft füllt. Und wenn ich ausatme, senkt er sich. Einatmen, ausatmen. Bei Monika, Biber Birne und mir holt die Lunge den lebenswichtigen Sauerstoff aus der Luft. Haha, und weil ich keine Lunge habe, brauche ich auch keinen Sauerstoff. Natürlich brauchst du den. Er ist sozusagen unser Treibstoff. Sauerstoff ist unser Treibstoff? Dann müssen wir wirklich aufpassen, dass uns die Luft nicht ausgeht. Denn wenn mein Moped kein Benzin mehr hat, bleibt es einfach stehen. Wir brauchen Sauerstoff, um denken zu können, um uns zu bewegen und um aus unserem Essen Energie zu gewinnen. Deshalb brauche ich besonders viel Sauerstoff und besonders viel Salat.
Ah, nun verstehe ich, warum ich immer so müde werde, wenn im Zimmer schlechte Luft ist. Dann fehlt mir einfach Sauerstoff. Aber wo bekommt denn der Schorsch den sehr wichtigen Sauerstoff her? Er atmet durch seine Haut. Deshalb kann er Sauerstoff nicht nur aus der Luft, sondern auch aus dem Wasser aufnehmen. Haha, ich habe einen eingebauten Taucheranzug erfunden. Und der ist so schön rosa. Also, Taucheranzug würde ich das nicht gerade nennen. Und er ist nicht meine Erfindung. Der kann nicht funktionieren. Solange ein wenig Sauerstoff im Wasser enthalten ist, kann Schorsch tatsächlich unter Wasser atmen. Und deswegen gehe ich jetzt mit Biber Birne auf Tauchgang. Schorsch, lass mich nicht allein auf der Bank. Ich finde es gefährlich. Monika, lass los. Du hast dich an meinem Taucheranzug festgesaugt. Aber was ist, wenn Birne unterwegs Hunger bekommt? Ah, da musst du dir keine Sorgen machen. Irgendwas Brauchbares findet sich immer. Aber bitte keinen Salat. Und keine Gänseblümchen. Und vor allem keine Regenwürmer. Biber verspeisen nur Pflanzen. Siehste, Monika, mir kann nichts passieren. Nun denn, alle Mann ins Wasser. Wir retten den Garten. Gänserich voran. Biber hinterher! Aus dem Weg da unten! Achtung! Regenwurm mit Taucheranzug im Anmarsch! Das ist ganz schön komisch unter Wasser. Schorsch, sei vorsichtig! Es könnte gefährlich werden! Wo sind denn die anderen? So ein Mist aber auch. Ich kann ja nicht schwimmen. Die anderen beiden paddeln über mir bequem durch die Gegend. Wo bleibst du denn, George? Bei mir dauert es ein bisschen länger. Ich muss nämlich auf dem Boden langkriechen. Wackle doch mit deinem hinteren Ende, so wie ich. Biber haben einen äußerst platten Schwanz. Mein Regenwurm-Schwanzspitzenzipfelchen ist aber nicht platt. Das fehlt auch noch. Mein Hinterteil ist glatt wie ein Fischschwanz. Das ist sehr praktisch im Wasser. Der Biberschwanz ist von Hornplättchen bedeckt und Birne kann ihn wie ein Ruder benutzen. Außerdem lagert Birne in seinem Schwanz Fettvorräte ein. Das schützt ihn vor der Kälte und er kann im Winter davon zehren. Ist man denn nicht mal unter Wasser vor einem Schlauberger Vortrag sicher? Hallo, ihr da unten. Alles bestens, kleine Monika. Und was ist mit Schorsch? Schorsch! Hä? Geht es dir gut da unten? Nö, in dem Trinkwasser finde ich überhaupt nichts. Ich kann mich bloß vorwärts tasten. Was ist denn das hier? Das fühlt sich aber komisch an. Hör auf damit, Schorsch! Das kitzelt! Du bist an meiner Gänseflosse! Ich hab's gefunden, Monika. Da unten ist die Verstopfung. Dort staut sich das Wasser. Endlich! Dann müsst ihr schnell den Stöpsel ziehen. Wir müssen die Äste und Hölzer wegräumen. Aber es ist eine sehr schöne Erfindung, die noch dazu funktioniert. Wollen wir die wirklich kaputt machen? Ja, das müsst ihr. Ich möchte nicht ewig auf dieser Bank festsitzen. Also komm, Birne, wir ziehen zusammen an diesem Holz. Das sitzt aber fest. Ja, habe ich das nicht gut gebaut, Leute? Das hält 1A Krabumba. Ich will endlich meinen Garten zurückhaben. Dann muss ich wohl untertauchen. Ich helfe dir. Hier müssen wir anpacken. Zieh! Was ist denn eigentlich los hier? Man sieht nichts, man hört nichts. Na, ich lass mich mal überraschen. Noch ein kleines Stück. Das Wasser fließt ab. Geschafft! Bin ich gut? Das ganze Wasser stürzt hinab in den Gänseteich. Und es reißt alles aus dem Garten mit sich. Alle gut festhalten. Das Loch im Staudamm ist viel zu groß. Der ganze Salat schwimmt davon. Halt! Und Schorsch? Wo ist Schorsch? Mein schöner Salat. Mein schöner Salat.
Um Himmels Willen, ist der kleine Regenwurm etwa auch hinunter in den Gänseteich gespült worden? Den finden wir doch nie wieder. Das ist gefährlich. Daran bist nur du schuld, Birne. Habt ihr ein Glück, dass ich bei euch bin. Ich werde ein ganz neues Regenwurm-Aufspürgerät erfinden. Ja, schnell. So ein Gerät brauchen wir dringend. Und wie soll das aussehen? Da nehme ich hier den Ast mit 25er Astlochdurchmesser. Ob der gut genug ist? Der sieht ziemlich krumm aus. Den biege ich einfach gerade. Das war Absicht. Lass mich raten, das ist das Wackelgelenk. Jetzt muss ich bloß noch die Seite ein bisschen flach knabbern. Diese Erfindung kommt mir irgendwie bekannt vor. Die hast du vorhin schon als Zahnbürste ausgegeben. Und auch als Biberbaufinder. Es ist ja auch eine Universalerfindung. Die funktioniert 1A Krabumba. Die wird genau auf Schorsch zeigen. Dein Regenwurmfinder zeigt nur auf den Matsch. So etwas Unwissenschaftliches kann gar nicht funktionieren. Halt! Da guckt ein rosa Zipfelchen aus dem Schlamm. Wo denn? Da! Unter ihrer Gänseflosse. Geben Sie mal den Fuß hoch. Huch, tatsächlich. Es hat funktioniert. Meine Regenwurmfindemaschine hat funktioniert. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Was für ein Glück. Glück. Ja, Glück. Der dicke Gänserich ist auf mir rumgetrampelt. Und darüber solltest du froh sein. Sonst hätte dich das Wasser mit hinunter in den Teich gerissen. Aber sie haben mein Regenwurm-Schwanzspitzen-Zipfelchen platt gedrückt. Na, das ist doch prima. Jetzt kannst du endlich auch so gut paddeln wie ich mit meinem platten Biberschwanz. Das nützt mir nichts mehr. Es ist gar kein Wasser mehr da. Ich kann eine neue Hochwasseranlage erfinden. Soll ich? Dann kriegen wir blitzschnell einen noch schöneren Stausee im Garten. Das wird 1A Krabumba. Das wirst du nicht machen. Es sickert ohnehin schon neues Wasser vom Tröpfelbach unter dem Zaun hindurch. Birne, du musst unbedingt die Bachumleitung abreißen. Aber sie funktioniert gerade so schön. Hier sind schon wieder die ersten Pfützen. Ich versuch mal, ob das mit dem platten Regenwurm-Ruderschwanzspitzen-Zipfelchen funktioniert. Komisch. Jetzt ist es wieder rund. Aufbauen macht viel mehr Spaß als abreißen. Wir wollen aber keinen Wassergarten. Da kann ich euch nicht helfen. Ich bin nämlich müde. Ein Biber muss schlafen, wenn die Sonne scheint. Aber was machen wir denn nun? Haben Sie denn keine Idee, Herr Günther? Die habe ich in der Tat. Jetzt werde ich nämlich selbst eine Maschine erfinden. Aus diesem Holz hier mit 25er Astlochdurchmesser. Was machen Sie denn da? Ich habe den Zweig geknickt. Für das Wackelgelenk. Was? Aber das ist meine Erfindung. Und bei mir wird sie funktionieren. Ich werde sie nämlich wissenschaftlich berechnen. Das ist meine Idee. Die lasse ich mir nicht klauen. Her damit. Damit werde ich eine Umleitung für meine Umleitung bauen. Dann fließt das Wasser endlich wieder in den Gänseteich. Und unser Garten ist keine Badewanne mehr. Ich muss sofort hinüber zum Tröpfelbach. Macht's gut. Auf Wiedersehen, Birne. Ihr könnt mich ja mal unten am Teich besuchen. Das machen wir. Ich nicht. Ich hab erst mal genug von dem vielen Wasser. Hier, Schorsch. Nimm das Mooszipfelchen. Damit kannst du die Pfützen in deinem Wohngang aufwischen. Das ist aber ganz schön anstrengend. Wenn ich hier fertig bin, erfinde ich für dich eine Regenwurm-Wohngang-Putzmaschine mit 25er Astloch. Und vermutlich auch mit Wackelgelenk. Tja, das Wasser ist weg. Wenigstens brauche ich vorläufig nicht mehr zu gießen. Aber nun muss ich meinen Garten in Ordnung bringen. Und das um 7 Uhr am Morgen. Na, umso zeitiger bin ich fertig. Meine Großmutter pflegte immer zu sagen, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber natürlich auf keinen Fall unseren Regenwurm Schorsch. Monika Häuschen.
George? Monika? Ja, Herr Günther? Wir können heute überhaupt kein Picknick machen. Im Beet ist kein Salat mehr. Bloß Schlamm. Aber was können wir denn da machen? Eine Schlammpackung. Nö, eine Schlammschlacht.